So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Es wird wieder Zeit. Ja, wir haben jetzt diese Flugroboterteile hier in Auftrag gegeben. Ja, jetzt möchte ich aber gerne nochmal nach der Energieversorgung gucken. Und hier, ja. Hier müssen wir da auch mal erneuern. Das ist, wie gesagt, bei allen Dingern jetzt hier. Jetzt haben wir schon wieder keine Zahnräder mehr. Ich habe zu viel Stahl einfach hier in der Tasche. Komm. Wir können doch hier mal ein bisschen Stahl abladen, oder? Wie viel passt da rein? 116? Das ist aber ein komisches Maß. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen los. Hier kann ich da auch mal ein bisschen Stahl abladen, oder? Ja. Zack, zack. Passt auch 116 rein. Dann braucht er da erstmal keins mehr. Na, jetzt kommen hier nämlich wieder ein paar Zahlen in der Bewegung, sagen wir mal so, hier bei der Fabrik. So, ja, das war jetzt wieder fast zu viel. Jetzt kann ich mir wieder ein bisschen abnehmen hier. So. Wie schaut es hier aus? Okay. Könntest du vielleicht jetzt endlich mal anfangen, die Mästin hier verbrennen? Wenn es dir was ausmacht oder nicht. So, da habe ich noch ein paar Masten. Holz habe ich auch noch. So. Na, Kohle. Weg damit. Holz weg damit. So. So, wie schaut es denn hier jetzt aus? Aha. Aha. Die Herren Öfen haben zu tun. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken hier unten. Ach, das ist das hier. Das ist einseitig. Das ist das Problem. Immer das gleiche Problem, dass es immer das eine Band weniger beansprucht ist wie das andere. Da müsste man eigentlich auch noch hier ein paar hinbauen, ein paar Öfen. Hat es ja kein Problem, da können wir noch was hinfetzen. Wir können noch vier hinfetzen. Erstmal bauen. 1, 2, 3, 4. Lichtbögenöfen. Ach, die müssen wir auch produzieren. Aus was werden die gemacht? Ziegelstein, Schaltkreise und Stahlträger. Oh, da muss ich dann Steinproduktion aufbauen. Naja, gestern Klacks. Das ist. Das haben wir schon vorbereitet im Prinzip. Aber das müssen wir halt noch konkretisieren. So, da geht nichts mehr. Bauen wir die zwei eben noch hier hin. Dann. Nee, nicht lang, sondern kurz. So und so und so und so. Schnelle Bänder. Bin ich zu weit weg. So, bis hierhin, da oben. Ja, dödöd. Es macht immer dödöd, es macht immer dödöd. So, ich brauche noch von den Bändern hier. Ärmchen. Halt, das war nicht lang. Hier habe ich schon wieder falsch gegriffen. Halt, Quatsch, keine Ärmchen mehr. Strom. Strom brauchen wir hier. So. Ja gut, die ganze untere Lage müsste... Nee, nicht die untere Lage. Die obere Lage müsste eigentlich schneller arbeiten. Ja, da können wir noch mehr Öfen hinbauen. Komm her. Zack, 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 zack. Da passen doch noch vier rein. So. Ja, zuerst war Kupfer kein Thema mehr, ne? Aber jetzt mittlerweile sieht man es, dass was wieder ein Thema wird hier. So. Und hier oben so und so. Dann, das reicht mir wieder nicht. Na, dann machen wir es halt. Lalalalalalalalala. So. Dauert halt nur ein bisschen.
da setze ich ja mal die Öfen hin. Sag mal, das können wir doch. Nee, es geht nicht. Ah. Das Hexen. Nee, es geht auch nicht. Hexen. Nee. Da ist nichts zu machen. Ich habe ja nie gedacht, dass ich hier noch weiter mit dem Kupfer noch will, muss sein muss hier. Ja, jetzt können wir höchstens hier noch eine Ofenreihe anbauen da oben. Wo wir erstmal gesagt haben, nee, da kommt keine mehr hin. So schnell ändert sich die Geschichte. Seht ihr mal. So. Okay, alles Taco im Inventar. So. Jetzt haben die noch ein bisschen Power bekommen. Wie sieht es in der Power aus? Na gut. Ja, ich warte endlich mal auf die Kernkraft, ey. Das ist enorm. Warte mal, wenn wir schon da sind. Zahnräder. Es läuft immer wieder auf 1 raus. Die Zahnräder. So, dann nehme ich mir da ordentlich einen Stapel mit hier. Dass ich hier ordentlich Bänder bauen kann. Ups. Das ist suboptimal, also Abbruch hiermit. Da muss ich auch wieder die anderen Bänder dann nicht haben. Da können wir was upgraden hier. So. Da ist es im Prinzip nicht notwendig bei der Forschung, aber ja. So. Das kann so lahmarschig hier laufen, oder? Wobei, wenn wir schon dabei sind. Kriegen die mal ein Upgrade hier. Ja, so, jetzt hat le. Läuft es hier viel schneller. Gut, was ich eigentlich machen wollte, war ja rumschauen. Nee, warte mal, wir können ja noch ein paar jetzt bauen. So, das reicht erstmal. Er hat mich hier eingefangen, genau. Das ist immer das Problem. Ja, hier laufen zwar immer wieder mal blaue Flaschen hier, aber das ist sehr wenig. So, wie schaut's denn aus? Ach, du bist auch schon wieder so weit. Ja, ich lasse jetzt mal offen, so. Mach die Kiste voll und dann ist gut. Und du? Ja, da machen wir weiter hier. Was brauchen wir da eigentlich alles für die automatische Abfall? Hm? Okay. Was brauchen die eigentlich alles? Eisenzahnräder auch. Aha. Und Schaltkreise. Ja, da geht's gleich weiter. So, zack, zack. Ich habe die ja schon schnell gemacht, die blauen Dinger hier. Aber ja, ihr seht, es reicht einfach nicht aus. 4 Stück vielleicht? Ach komm. Machen wir 4 Stück. Dann brauchen die noch Ström. Geström. Ja, jetzt wird hier an allen Ecken und Enden ausgeweitet hier. Das ist hier auch alt. Das machen wir auch mal gleich modern. Ist zwar hier auch nicht notwendig, aber ja. So. Ist das hier alt? Nein, das ist schnell, oder? Nee, auch nicht. Ach Mann. So kann ich hier nicht arbeiten. Das gibt's doch nicht. Ja, alles veraltete Technik. Und zwischen rein immer wieder neue Technik. Zis. Ah ja, das ist ja wieder hier. Das geht so schnell, dass wir die Zahnräder hier verbraten. Und alles mögliche, die Bänder. So. Zzt. Auf jeden Fall kommt die Fabrik jetzt wieder in Wallung, wenn ich hier wieder baue.
Dann machen wir hier gleich mal schnelle. Zack, ausgelaufen. Zahnräder haben wir ja keine mehr. Oder fast keine mehr. So. Muss ich mir bald wieder Zahnräder abholen. Eisenplatten haben wir ja noch. Was haben wir hier? Normale Greifärmchen, ne? Ja. So. So und so und so und so. Und unten haben wir jeweils einen normalen und einen roten. Okay. So, und da noch. Einen roten noch. Perfekt. Warte mal. Ich habe hier noch was in der Tasche. Das brauche ich nicht hier. So. Dann kopieren wir die ganze Sache hier mal. Hoppla. Warte mal. Wir können auch schon mal wieder Effizienzmodule bauen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. 1, 2, 3, 4. Das sind 8. Ah, ich brauche nochmal. 1, 2. So. Jetzt hat. Ja, ich wollte es ja kopieren. Genau. Halt, Shift gedrückt halten und dann drücken. Sonst passiert hier gar nichts. So, und los geht's. Mehr blaue Flaschen. Das kommt mal in die Inventarleiste rein hier. Damit ich sehe, wie der Stand ist. So, jetzt habt ihr zu tun, ne? Jetzt reichen die wahrscheinlich auch bald nicht mehr aus, ja. Ja, das war ein Fehler, jetzt hier dem zu sagen, na, mach das mal. So, hör auf. Die laufen auch zu langsam. Mist. Müssen auch Module rein. Eigentlich. Hat dann blöckt wahrscheinlich wieder die Dings, die Energie. So, hier brauchen wir Zahnräder. Oh je, die grünen Dinger reichen auch nicht aus. Ja, jetzt muss die Fabrik mal wieder ordentlich leisten hier, ne? So. Rote Bänder wieder mal. So, mal gucken. Die gelben sind aufgebraucht. Okay. Das heißt, wir nehmen uns noch ein paar gelbe aus dem Vorratsschrank raus. Wenn hier mal richtig alles läuft, das ist dann stark, ne? Was war das jetzt für ein Quatsch hier, was ich da gerade gemacht habe? So, so ist richtig. Zahlen, da haben wir noch. Das heißt, wir können noch ein paar von denen hier raufhauen. So. Schön, 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 wie das hier alles zirkuliert. Ja, die Grünen haben wir ja zwar auch aufgebohrt, aber jetzt kommt der mit den Dingern hier nicht mehr nach, mit diesen Kabeln hier. Da müssen wir auch was machen. Das eine Thema ist, ich muss das so wahrscheinlich machen, damit ja, ich muss das hier ändern, da diese Teilung hier. Aber das kann ich nicht ändern. Das ist alles verfahren hier. So wie hier wäre es optimal. Da habe ich es auf einem Band so doppelt. Ja, das ist alles ein bisschen suboptimal, die Geschichte hier. Die grünen Dinger laufen jetzt wie verrückt. Da müssen wir auch ausweiten. Das hilft uns alles nicht weiter hier. Hoppla. War richtig, okay. So, was ist denn jetzt? Warum hat er die jetzt hier hingeschmissen, der Blödelinger? So. Wir brauchen schnelle Greifarme. 6 Stück. Jawohl, das passt. Ihr macht hier diese Kabel hier. Keine roten.
Ja, und zwar nur die Kupferfarben, bitte. Ja, weil die brauchen nur eine Kupferplatte. Die anderen, die brauchen noch was extra. Ist eigentlich auch irgendwie komisch. Das hier nur farbig eigentlich anders, das Kabel. So, jetzt macht er hier das noch fertig. Die paar Bänder hier. So. Zack, zack. Und zack und zack. Ich habe eine Idee. Aber das ist ja, wie gesagt, die Idee ist halt wieder so eine Sache. Das muss schon doppelt sein. Zumindest die eine Spur, aber das darf dann hier beim Teiler nicht mehr passieren. Ja, die Eisenplatten halt, das ist jetzt da alles so suboptimal. Weil die hier nämlich auch, wie viel braucht denn da eigentlich Eisenplatten pro Schaltkreis? Eine. Ja gut, er kommt hier mit doppelter Power an. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das anders mache hier, nämlich die Geschichte, dass ich da. Aber da hat es jetzt zu Ende. Das ist auch wieder so eine Sache. Da muss ich jetzt hergehen, aufmachen und das auf ein Band verschieben. Aber dann habe ich da wieder das Problem. Ja, ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Nee, das bringt ja sowieso nichts. Oder? Der lange Greifarm. Ich muss das hier oben einspeisen können, aber das darf hier nichts ändern, hier bei der Geschichte hier. Schwierig. Können alle nichts mehr ablegen. Das ist total blöd. Das müsste doppelt sein, die ganze Geschichte. Da müsste ich das von hier und. Wo läuft das eigentlich hin? Das weiß ich gerade gar nicht. Das müssen wir ändern irgendwie. Den Teiler hier, den müssen wir woanders hinbauen. Wenn ich das doppelt mache, dann könnte ich mir das da unten eigentlich sparen. Aber das kann ich hier halt nicht machen, wie gesagt. Wie ändere ich denn das? Ich muss jetzt erstmal hier das doppelt kriegen. So, ich probiere mal kurz was. So, wenn ich hier so ein Band habe und habe hier so einen langen Arm hier. Der legt mir das auch hier hin. Ja, dann könnte ich natürlich hergehen. Wir machen das mal weiter, die Sache. Ja, oder aber ich muss versuchen, ich muss hier noch ein Kupfer runterkriegen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Weil ich habe mir jetzt gedacht, wenn ich hier dann abbiege und dann habe ich das ja auf einem Strang. Ja, oder wir machen halt noch zweite Maschinen da unten dran. Der gut, jetzt sind wir ja bei der Ölpumpe. Wie viel ist da eigentlich noch drin? 16 Sekunden, okay. Da müsste ich jetzt hier oben wieder abzwicken hier.
Das ist alles nicht so einfach, ey. Leute, das ist alles nicht so einfach. Das sieht immer so einfach aus im Spiel, dann macht es doch so und so, ja. Wer da in seinem Sessel sitzt und hier das sich anschaut, der hat dann immer die besten Lösungen, ja klar. Aber spielt es mal selber, dann habt ihr ja zu dampfen am Kopf. So. Dann machen wir hier mal einen Teiler hin. Dann passt es natürlich hier wieder nimmer. Da muss hier wieder das Ding hin. So. Meint, so viel Erz brauchen die gar nicht. Erz, Dings da. Kupferplatten. Das ist ja auch der Witz. Ich hatte gedacht, die brauchen mehr. So, und jetzt. Ja, jetzt kriege ich das Problem da nicht gelöst. Oder doch? Ja, klar, ich kann hier abzweigen. So. Hier runter. Dann würdest du bitte mal. Ja, danke. Halt, falsch rum. So rum. So, jetzt ist der Pumpe natürlich hier im Weg. Der würde dann das Band, das kommt wieder weg hier. Ach, die Forschung ist auch mal fertig. Wow. Sprengstoffe, das bringt mir alles nichts. Da brauche ich Militärzeug. Flammenwerfer. Es bleibt noch das hier. Forschen. Es wird Zeit für die nächste Forschungsdings. Für die nächste Stufe. So, Pumpe im Weg. So, ich baue mal wieder immer welche auf Halde hier. Dass ich immer welche in der Tasche habe. So. Da geht es ja noch optimal. Da nicht. Da kommt halt dann auch kein Licht. Tja. Das reimt sich irgendwie, ich weiß. So. Na, lass mich da mal runter hier. Ja. So. Das ist. Nee, hier kommt kein Licht hin. Blödsinn. Blöd. Lasst es einfach mal. Hier ist es dann halt ein bisschen finster. Hier geht es nur so. Hier so. Hier so. So. Und wie gesagt, das da oben kommt wieder weg. Das war nur so eine Idee von mir, wenn das jetzt hier unten nicht so viel Platz wäre. So, das sparen wir uns hier. Kriege ich einen Haufen Kupferkabel hier wieder im Inventar. Das kann man eigentlich wieder ablegen hier erstmal, oder? So, könnte verteilen. Ja, das heißt, ja, nö, der kann es ja eben nicht verteilen. Warte mal, ich speise das mal direkt ein. Hier. So, und ihr? Ist das noch aktiviert, oder? Nee, nee, keine blauen Flaschen. Blödsinn. Stopp. Kabel. Kopieren. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und hier drauf. Einmal ums Karree. Zack. Ach, da habe ich auch noch ein Fließband. Ah ja, grüne. Aha. Nun. Blaue Roboter. Warte mal, was seid ihr denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So. Jeweils zum Auslagern. Blinko, blinko, jawohl, das habe ich mir so gedacht. Dass einer wieder kein Saft hat hier. So, die eine Fabrik kann ich wieder abreißen. Da kann ich irgendwie unmöglich Kupfer ran schaffen. Das klappt nicht. Nee, egal wie ich das mache. Tunneln kann ich hier nicht. So, dann hier. Na, da wird es auch problematisch. Das kriegt man aber irgendwie gebacken.
Wenn jetzt kommt hier halt nur ein Roboter hin. Weil der ist halt der Mast hier, der stört gerade. Oder warte mal, jetzt machen wir mal was. Ach, weißt du, nee, wir machen nichts. Und Strom reicht. Da oben müssen wir halt improvisieren. Sieht nicht toll, aber es ist zweckmäßig. Schnelle Arme. Zack, zack. Da wird es auch wieder blöd. Müssen wir auch wieder improvisieren. Hier geht leider nur ein Arm. Der muss reichen. Das hier kommt weg. So, hier können wir jetzt doch zwei hinbauen. So, so vielleicht. Dann komm mal, bring das Band. Ja, das ist wieder das nächste Ding. Haben wir zwar schön gebaut, aber ja. So, hier müssen wir dann tunneln. Tunnel haben wir gerade keine mehr. Okay, einer geht gerade noch. So. Was ist denn da? Ach, der Strommast ist im Weg. Okay. Ach, da hat es die Pumpen hier außer Kraft gesetzt. Warte mal. So, da habt ihr wieder Strom. So, aber das ist jetzt blöd. Ich kann hier, warum kann ich nicht mehr? Ach, ich habe keine Eisenplatten mehr. Ah, haben wir was Neues. Eisenplatten ist ja kein Thema. Da kann ich mir irgendwo, nee, kann ich mir gerade nicht. Die Öfen haben gerade auch nicht genügend. Ah, jetzt läuft das Eisen aber wieder ordentlich durch. Jetzt ist es schon wieder ein Thema, oder wie? Ich habe genug vom Eisen gerade. Wir haben die ganze Zeit immer mit Eisen rumgemacht hier. Jetzt habe ich die Schnauze voll sozusagen. So, wo sind wir? Hier sind wir. So, diese Dinger hier bräuchten wir nochmal. Dauert ein bisschen, jetzt muss ich wieder Zahnräder basteln. Ja, ich könnte natürlich auch wieder ein paar Zahlen da aus meiner Kiste stibitzen. So. Aber er produziert fleißig weiter. Ja, brechen wir natürlich mal ab. Wo waren wir ständig geblieben? Hier waren wir ständig geblieben. Ja gut, den Mast versetzen wir mal um eins. Hä? Ah. So. Einmal rum und nochmal rum. So. Dann muss das hier, da können wir wieder fahren. Bis da hinten hin. Dann hier auch. Ja, das ist wieder so ein Atmosphärengedöns. Das habe ich jetzt auch wieder nicht aus der Playlist gelöscht. Was ist das hier? Was habe ich denn? Oh. Ja, nee, muss bleiben. Da, weil ich nicht sehe, was da rauskommt, deswegen habe ich da jetzt nicht gedacht dran. So, das reicht genau bis, ja, genau, ja, perfekter Meter. Wie ausgemessen. So. Ich meine, die grünen Schaltkreise, weiß ich gar nicht, ob ich die da noch irgendwie noch verwenden kann. So, jetzt haben wir das doppelt. Das macht uns aber jetzt gleich ein Problem. Ja, genau, das ist das Problem. Das müssen wir jetzt hier Abhilfe schaffen. Ja, ich weiß auch schon wie. So und so. Und so. Hier. Das müsste eigentlich jetzt helfen, oder? Ah, nee, das geht auf die falsche Seite. Kakulorum.
kriege ich das jetzt rumgedreht? Da haben wir natürlich keinen Platz hier. Das ist das nächste Thema. Haben wir überhaupt keinen Platz? Den Platz müssen wir jetzt erstmal schaffen hier. Das hat mir jetzt hier die ganze Produktion hier durcheinander geschmissen. Machen wir mal hier ein bisschen Platz hier mit dem Dings hier. Das muss ja nicht so weit hier drunter durch. So. Dann hier und hier. So, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen mal da hier das ganze Kupferkabelgedöns weg hier. So. Rein mit dir, rein mit dir. Und hier rein mit dir. So, jetzt gucken wir mal, wie das läuft, wenn das hier doppelt belegt ist. Das hier ist natürlich Blödsinn hier, das funktioniert so nicht. Warte mal, ich mach das mal anders. Halt! Oh, nee. Hey, stopp, 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 stopp. So. Ich will noch nicht noch mehr Unrat hier haben. So. Warum? Der blöde Teiler hier stört jetzt natürlich. Den müssen wir woanders hinbauen. Der kommt jetzt mal hier rein. So und so. Besser geht's gerade nicht. Aber das müsste doch eigentlich zum Erfolg führen, das wir brauchen. Ja gut, ob da unten jetzt die Sache so ist, dass der hier, das reicht momentan auch noch so, oder? Jetzt geht es nämlich nicht mehr so, dass wir hier teilen können und dass es wieder doppelt wird. Oder aber wir machen was anderes. Wir können hier ja tunneln. So. Solange wie es geht, das nutzen wir einfach aus, dass es geht. So. Dann auch wieder zu langsame Bänder hier unterwegs. Haben wir hier schneller? Ja. Ach ja, stimmt, bis dahin haben wir es gemacht. So. Wir können nämlich hergehen. Ja, wissen wir jetzt eigentlich gar nicht. Aber wir machen es trotzdem. Weil wir es können. Wir machen das hier raus. Wir machen den Teiler hier unten rein. Wo sind der jetzt hin? Teiler. Ah, da. So. Weil es gerade vorhin anders war, aber ich denke, da reicht es aus, wirklich für die Produktion hier erstmal. Ja, jetzt reicht nämlich da nämlich die Stahlplatten, nicht Stahlplatten, Eisenplatten-Dings ja nicht mehr aus, ne? Wie ihr seht. Eins ums andere, das ist irgendwie total verknüpft hier, das ist verflixt hier. Da meint man, eine Lösung gefunden haben für eins, ist das andere schon wieder zu wenig. So. Das hatten wir auch noch nicht abgegradet hier. So. Dann hätten wir das auch. Zahnräder haben wir noch, jawohl. Wir können noch mal produzieren hier. Warte mal, wir haben doch jetzt schon die Dampfturbinen. Verbraucht Dampf, um elektrische Energie zu erzeugen. Maximale Leistung 5,8 Megawatt. Und die hier. Maximale Leistung 9
100 Kilowatt. Flüssigkeitsverbrauch 60 pro Sekunde, 30 pro Sekunde. Maximaltemperatur 500 Grad. Aber das wird dann nicht heiß genug sein. Ich baue mal eine. Was ich noch vergessen habe, natürlich die blauen Fläschle-Produktion wollte ich eigentlich ein bisschen steigern. Das kann ich jetzt mal währenddessen machen. Während ich hier mal noch ein bisschen ausbessere hier. So. Ich soll hier auch in Genuss kommen. Und zwar, ich wollte ja hier noch die Effizienzmodule, nicht Effizienz, sondern Geschwindigkeitsmodule reinpacken. So. Gut. Energie, ja gut, schaut noch gut aus. Mann, die Folge wird schon wieder zu lang. Aber nee, das muss jetzt noch. Ich habe gerade wirklich noch so Spaß dran. Und wenn ich Spaß am Spiel habe, dann ja. Ach, oje, nee. Die haben zu plagen hier. Klar, die laufen schneller hier, aber noch, glaube ich, geht's im Eisen. Was ist hier los? Aha. Da kommt fast nichts mehr vom Erz an. Ist da was leer? Ja, hier ist das leer. Der kann weg. Da ist noch mehr leer, oder? Hoppla. Da strudel ich am Band rum. Der ist auch leer. Da kann man ein bisschen Band einsparen. So, so langsam wird es ja hier. Den kann man auch abzwicken hier. So. Boah, die Fabrik, die wird jetzt schon richtig monströs. So, haben wir jetzt so ein Ding hier. Ich will das jetzt mal hinten dran hängen. Nur um zu sehen, ob das funktionieren würde. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Oh, 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 oh. Was geht denn hier ab? Ich glaube, hier ist auch was leer, oder? Ja, ist auch leer. Erwartet nichts mehr. Ja, da muss ich schon wieder bald hier ein neues Eisenerzzeug hier finden, ne? So, jetzt aber erstmal hier ran. So, ich baue die einfach mal hier ran, die Turbine. Ups, halt, ich baue die mal da dran, wo Strom ist. Aha. Ja, aber wie schaut denn das jetzt aus hier? Die tut ja kaum Leistung. Es könnte wirklich sein, dass dafür die Temperatur zu gering ist, ne? Kann das sein? Von 60. Ja, der Dampf ist, nee. Da brauchen wir wirklich die Kerndings hier. Und da wird man das nächste Mal gucken, dass wir da vielleicht die Energieproduktion mal aufdröseln. Wo ist denn der Kernreaktor hin? Wo baue ich denn den? Zeig mal her. Pumpe, nein. Bauchroboter, nein. Logistik, nein. Uranbrennstoffzelle, okay. Da müssen wir das Uran aufspalten. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr wie, mit was. Mit was wird denn das gemacht? Hergestellt in, was ist denn das? Hä? Das für eine Fabrik? Was ist das hier? Produktivitätsdingsbums da. Kernreaktor. 500 Beton. Boah. Energieverbrauch 40 Megawatt. Boah. Alter Schwede. Und dann braucht man neue Rohre oder wie? Boah, das. Da bleibe ich lieber bei den anderen Dingern. aber wo war denn das hier mit diesem. Hergestellt in? Das ist doch. Was ist das? Ah, hier. Die Zentrifuge. Die macht es hier. Okay. Ja, das ist für mich jetzt natürlich wirklich Neuland. Gut, Leute. Die Energie, die reicht jetzt noch aus, okay.
Da sind wir noch safe momentan. So, ja, das stabilisiert sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen hier wieder. Ja, das Erz stabilisiert sich, jawohl. Ja, dann würde ich sagen, ich laufe nochmal ganz kurz da hoch. Die Turbine war ein guter Witz. Wir brauchen da mehr Hitze. Produktivität 12%. Das heißt eigentlich, der lilane Balken müsste doch. Nee, tut er auch nicht, okay. Ich habe gedacht, der läuft dann schneller voll. So, und jetzt möchte ich nochmal ganz geschwind hier unten beim Öl gucken. So, hier haben wir auf jeden Fall genug Maschinen. Nee, nee, hier nicht. Wenn die mal weg wäre, das wäre praktisch. Aber das wird noch dauern. Ewig. So, die tun jetzt wieder. Ja, nee, nicht wirklich. Sporadisch wird hier noch gefertigt. Wie schaut's aus? Petroleum nimmt ab, glaube ich, momentan. Leichtöl nimmt nicht wirklich ab. Schweröl hat sich eigentlich wieder gehalten, circa. Ich habe ja hier wieder eine Vorahnung, oder? Nee, es läuft noch, okay. Da ist noch gut, da ist noch, okay, ja. Da ist voll. Ja, ich probiere mal was. Ich nehme ja da mal was mit. Das will ich mal versuchen. Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht. Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Halt, das brauche ich nicht hier. Das ist bestimmt nicht das, aber. So, wenn ich jetzt mal hierher gehe, tu das hier rein, anstatt hier Kohle. Fahrzeugbeschleunigung, okay. Nee, die Effizienz wird dadurch nicht besser. Temperatur, ja, da muss es irgendwie ein Upgrade geben. Wie schaut es denn hier aus? Ja, hier nimmt es auch ab. Die Kohle nimmt ab. Aber wir haben ja hier noch Kohle. Ist der hier leer? Ja, der ist leer. So. Dann kann ich ja eigentlich. So, hier wieder Band mitnehmen. Wie schaut es denn hier aus? Okay, da ist ja zwei gespalten. Ist da bald mal weg? Nee, auch noch nicht. Dauert noch. So, die Kohle, wie schaut es denn da hinten aus eigentlich? Da war ich schon lange nicht mehr da oben. Habe ich mich lange nicht darum gekümmert. Ah, das ist ein weiter Weg da hoch. Ja, gut, nee, da. Schaut es eigentlich noch Taco aus? Da könnten wir mal noch was hinbauen. So. Allerdings könnten wir hier gleich auch mal was Schnelleres hinbauen. So. Ja, das könnten wir jetzt natürlich mit dem Zug machen, ne? Ja, aber ihr wisst meine Einstellung zum Zug. Ich möchte es nicht haben. So, Pam. Und hier nochmal Pam. Weil ich komme mit den Bändern irgendwie eher zurecht, wie wenn ich da jetzt ja noch die Züge machen will. Ich habe die wirklich mal beim 13er Version habe ich Züge gehabt. Da habe ich Kohle befördert, glaube ich sogar. So, Flüssigkeiten habe ich nie befördert. So. Bisschen mehr Kohle hier ran schaffen. Nebenbei könnten wir noch mal Bänder hier. Das hier mal ein bisschen beschleunigen hier. Weil irgendwann fällt es unten aus und dann kriegt man dann immer genug an, nie.
Also hin. So. Sehr schön. Es läuft hier auf einem kurzen Band und ist dann in einem Block hier. Allerdings, ja, jetzt habe ich schon wieder keine mehr. Okay. Ja, soweit. Es wird immer später hier. Die Folge wird immer länger. Ja, dann entlasse ich euch heute mal wieder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.